Ich gehe schon. Ach, da steht Glenn Quagmire. Aber mit zusammengekniffenen Augen könnte man sich auch vorstellen, da steht Peter Griffin. Das gehört Quagmire. Bring's nach nebenan. Momentchen mal, Lois. Da stellt mich vor ein schwieriges moralisches Problem. Bringe ich das Paket zu seinem rechtmäßigen Besitzer oder öffne ich es und guck nach, ob da He-Mans drin sind? Du wirst es nicht aufmachen. Weißt du, Lois, Physiker glauben an die Existenz von zwei Universen. Eins, in dem ich das Paket nicht öffne und eins, in dem ich es tue. Ich mach das Paket nicht auf. Ich mach das Paket auf. Oh, Splitze, eine Peitsche! Peter, sei vorsichtig mit dem Ding. Wir haben das Haus nur gemietet. Das ist deprimierend. Wow, so mächtig habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich über das Leben von Ameisen entscheiden durfte. Bekämpft euch bis zum Tod und dem Sieger schenke ich die Freiheit. Was glotzt ihr mich so an? Peter, möchtest du ein Glas? Oh mein Gott, ich hab dir gesagt, du sollst mit den Ameisen nicht Gott spielen. Okay, Mac, bleib absolut still stehen. Ich peitsche dir die Zigarette aus dem Mund und zerfetz dein Gesicht vielleicht nicht dabei. Dad, ich will das nicht tun. Stillhalten! Ah! Okay, das ist auch ziemlich cool. Hey Dad, der Schlag war erste Sahne. Ah, ich hab gedacht, du verstehst mich nicht. Okay. Ich gebe hier mein Bestes. Danke, mir wurde das im Genick echt zu heiß. Hey Cleveland, ich wollte dir nur sagen, dass Peter jetzt eine Peitsche hat. Wenn man an deine ethnische Herkunft denkt, ist das vielleicht etwas, was du im Auge behalten solltest. Gratis Pizza! Ich weiß, dass das riskant ist, aber die Verlockung ist so groß, dass ich aufmachen werde. Wenn wir euch auch nur in der Nähe von dem Tisch erwischen, zertrümmern wir euch die Kniescheiben. Das Risiko gehen wir ein. Schnauze, Joe. Na schön, ich hätte gehofft, dass es nicht dazu kommen würde, aber ihr habt jetzt wirklich ein massives Problem. Wenn ihr vielleicht 3 Meter zurücktreten könntet? Ist das meine Peitsche? Hey! Ist das mein Taser? Gut, dann erwürge ich ihn mit diesem Hawaii-Hemd. Kannst du die Finger von meiner Post lassen? So, ihr Pisser. Entweder ihr klemmt euch eure kleinen Schwänzchen zwischen die Beine und verschwindet, oder wir prügeln euch die Scheiße aus dem Hirn. Also, wie hättet ihr es gern? Wir machen dann die Schwänzchen-Sache.